Ich glaube, wer meine, auch meine wissenschaftliche Arbeit kennt, der weiß, dass ich die kindliche Entwicklung betrachte aus Sicht der Menschheitsentwicklung letzten Endes und unsere Kinder verstehe als die wunderbar gelungenen Produkte einer hunderttausende von Jahren langen menschheitlichen Entwicklung. Und das ist unser größtes Dilemma überhaupt, dass dieser Mensch, dieses Menschenkind, das uns geliefert wird, der wirklich bedürftigste Nachwuchs im ganzen höheren Tierreich ist. Also das, eine Schimpansenmutter, die wird gleich wieder sagen, öh nee, ist mir viel zu, kann noch nichts, kann noch nicht mal den Kopf heben, ja. Festhalten kann er sich auch nicht und wie soll ich da stillen, ja, habe ich ja nicht mal, kann ich nicht mal von Ast zu Ast springen, ja. Also die wird sagen, nee, kommt gar nicht in die Frage und das ist wirklich so. Und wir haben im Grunde, bekommen wir Menschen nämlich physiologisch frühgeborene Kinder, also die eigentlich bei den anderen Tierarten noch lange per Nabelschnur versorgt werden, und zwar im Mutterleib. Unsere Menschenkinder müssen schon viel, viel früher aussteigen aus dem Mutterleib und holen dann diese Reifung eben nach der Geburt nach und brauchen dann eben Menschen, die sie begleiten. Und das ursprüngliche Bindungssystem des Menschen, habe ich mich jetzt auch nochmal ganz tief damit beschäftigt, ist wirklich so, dass die Kinder sind offen für mindestens so viele Versorger, wie du Finger an der Hand hast. Und das ist in den indigenen Gemeinschaften bis heute so. Ja, die Mama ist nie allein, ein Kind, ein Säugling sowieso nicht, ein Kleinkind auch nicht, ist nie alleine. Es ist immer ein Netz, das die Kinder trägt. Und das ist unser heutiges Hauptproblem eben, dass wir umgezogen sind von Gesellschaften, deren Hauptaugenmerk die Fürsorge war. Ja, dafür sorgen, dass wir als Gruppe gut durchkommen. Und deshalb sorgen wir für unsere Kleinen, dass wir umgezogen sind in Gesellschaften, in denen es eben um Produktivität geht, also um materielle Wertschöpfung. Und da du mit Fürsorge wirklich nicht viel Wertschöpfung im klassischen Sinne betreiben kannst, ist klar, dass das hier ganz stark unter die Räder kommt. Wir haben einfach nicht mehr dieses Netz. Und deshalb, klar, müssen alle unser Augenmerk muss darauf gerichtet sein, dieses Netz in modernen Zeiten zu ersetzen, zu imitieren. Es wird uns nie so gut gelingen, das bin ich mir ganz sicher, das kann man schon mal durchrechnen, wenn wir alle wirklich super gute Betreuung für unsere U3-Kinder hätten, kann man mal durchrechnen, was das bedeutet. In etwa so viel wie bei der Altenpflege, wenn du dann wirklich menschenwürdige Bedingungen hättest. Das wird eigentlich bedeuten, dass jeder alte Mensch und jeder demente Mensch sowieso ganz eng eben, ihr wisst, wie viele Menschen das braucht, ja. Und die dann nachts sich abwechseln und tagsüber können wir nicht bezahlen, ja, unter den jetzigen Bedingungen. Wir werden unter den jetzigen Bedingungen immer leiden, das will ich damit sagen. Und Elternschaft unter diesen Bedingungen ist natürlich auch immer hohe Ideale, aber was schaffen wir dann? Ja. Deshalb versteht euch gerne als Werkstatt, so wie Jesper Juhl es vorgeschlagen hat. Ja. Wir tüfteln, gucken es möglichst gut hinzukriegen und verzweifelt nicht, wenn es nicht immer klappt. Ja, deshalb vielleicht umso wichtiger, dass wir das Ziel kennen, wenn wir über Förderung oder fast schon die Unmöglichkeit einer wirklich gelungenen Förderung reden oder den Begrenzungen, sagen wir mal so, einer wirklich guten Förderung. Es ist vielleicht umso wichtiger, dass wir das Ziel kennen. Ich werde auch ganz bewusst deshalb auch nochmal auf die Sprachentwicklung eingehen. Gucken wir mal diese zwei Kumpels an, was machen die da? Ja, die chillen der Rente entgegen, oder? Wenn man sie beobachtet, wenn man es wirklich misst, dann werden die nicht lange hier liegen. Wir haben das tatsächlich mal gemessen in deutschen Kindergärten, das Bewegungsverhalten der Kindergartenkinder. Die springen demnächst auf und dann rennen die richtig schnell irgendwo hin. Ja. Also die sind wirklich ein Bewegungsmotor eigentlich. Jungs ein bisschen mehr im statistischen Schnitt als Mädchen, mindestens ein Drittel. Das Interessante ist aber, die werden dann tatsächlich rennen und nicht gemütlich laufen. Ja. Also wir waren selber überrascht, weil wir angeguckt haben, Aktivität kann man messen mit so dreidimensionalen Beschleunigungsmessern. Und dann kannst du einteilen in niedrige Aktivität, also Sitzen zum Beispiel, mittlere Aktivität und hohe Aktivität, also impulsiv. Und bei Kindern ist so, also die mittlere Aktivität fehlt fast ganz. Ja, also deshalb spazieren gehen mit Kindern, Strafe Gottes, ja, ist... Wer sich erinnert in der Kindheit, also ich bin in Wirtschaftswunderjahren in Deutschland aufgewachsen, da kam jedes Wochenende, wurde irgendwie das Haus einem anderen Onkel gezeigt, wie neue Mahagonifenster und was weiß ich.
Und dann kamen die, dann haben wir Kaffee getrunken, ja, stillsitzen damals für Kinder hat es bedeutet. Und danach spazieren gehen, ja. Also deshalb, Kinder wollen dann natürlich sich auch verausgaben. Dieser Teil der Kindheit ist deutlich unter Druck gekommen. Da ist kürzlich eine Studie rausgekommen, jetzt vor 2 Monaten, wo man die Knochendichte nachgemessen hat bei Jugendlichen. Die Knochendichte ist interessant, dass man denkt ja immer, zu wenig Knochendichte, das heißt, das ist die Oma oder der Opa, ja, die haben dann zu wenig Knochendichte. Aber Knochendichte bildet sich eigentlich in der Kindheit. Ja. Deshalb ist unter Medizinern heißt das Osteoporose ist eine pädiatrische Krankheit, ist eine Kinderkrankheit. Weil sich dieses Kapital eines stabilen und gleichzeitig biegbaren Knochens tatsächlich in der Kindheit bildet und dann am Ende der Kindheit, also am Ende der Jugendzeit, ist das Maximum erreicht der Knochendichte und ab da geht es abwärts. Also du bildest Kapital und wehe, wenn du es nicht hast, dann rennst du natürlich viel früher in Osteoporose. Jetzt hat man eine Kohorte gehabt, wo man sogar mit der gleichen Methodik, also mit der gleichen Technik messen konnte, wie sich diese Knochendichte entwickelt hat. Und wir haben bei den Kindern eine deutliche Einbuße von fast 10% der Knochendichte. Was natürlich, ihr könnt euch vorstellen, Knochendichte bildet sich eigentlich durch Muskelzug. Also am Knochen wird gezogen und dadurch bildet er sein Trabekelwerk aus. Also die Knochendichte ist eigentlich das integrierte Fläche unter der Kurve der Bewegungen und der muskulären Aktivität. Und das deutet darauf hin, dass wir, das beobachtet ihr ja sicher auch, einfach in der Kindheit insgesamt schon auch Einbußen hatten. Also wenn man überlegt, wie viele Kinder sich bewegen können, wie viel freies Spiel, wie groß ihr Entwicklungsraum ist, ihre Gelegenheit, sich zu bewegen, wohin sie gehen können oder rennen können oder Fahrrad fahren können, um sich zu betätigen. Dieser Raum, dieser Entwicklungsraum hat deutlich abgenommen und natürlich zeigt sich das dann nachher an solchen Sachen wie geringerer Geschicklichkeit, das messen wir auch eigentlich immer stärker, dass die Kinder nicht so in ihrem Körper drin sind. Ja. Und deshalb ist für mich natürlich auch nochmal eine Gelegenheit, um zu revidieren. Wir haben am Anfang der frühen Förderung, hatten wir eine große Euphorie, also Ende 90er Jahren, ja, da ging der kalte Winter Globalisierung los und dann hieß es gleich, jetzt machen wir frühe Förderung, wir müssen das da auch begründet mit den Heckmann-Daten. Und da hat man es damals wirklich richtig missverstanden. Man hat die Kinder dann mehr als Köpfe mit Anhang betrachtet sozusagen. Ja, Hauptsache sie lernen schnell die Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaft, Technik ist in Deutschland immer noch aktuell. Ja. Also die Betrachtung des Kindes als jemand, den man fördern soll, im Hinblick auf seine zukünftigen, auch vor allem beruflichen Qualifikationen und Möglichkeiten. Und das ist natürlich das Pferd komplett falsch aufgezäumt. Da muss man die Kinder nur selber befragen oder beobachten, was sie brauchen. Denn in Wirklichkeit, wenn wir nochmal zu den Kindern fokussieren, ich habe vorher gesagt, die chillen der Rente entgegen, sie gehen ihrer Zukunft entgegen, natürlich. Aber wie sieht diese Zukunft denn aus? Das weiß kein Mensch. Ja, wir wissen, wir sind als Menschen sind wir gefangen im sogenannten Unschärfe-Dilemma der Zukunft, weil wir Menschen, unsere Spezialisierung ist ja, dass wir die Welt verändern. Ja, ihr wisst ja, Evolution 101, das Grundlage der Evolutionstheorie, jede Tierart passt sich an, auf eine bestimmte Art, damit sie die Ressourcen der Umwelt nutzen kann, um gut für sich zu sorgen und ihren Nachwuchs. Ja, jeder spezialisiert sich auf was. Löwen, stark, ja. Gazelle, schnell. Und dann manche haben giftige Tentakel, irgendwelche, was weiß ich, Tintenfische. Und der Mensch, auf was haben wir uns spezialisiert? Wir haben uns darauf spezialisiert, uns nicht einfach passiv an die Umwelt anzupassen, wie die anderen Tiere, sondern wir haben uns darauf spezialisiert, die Umwelt zu verändern. Also immer wieder Neues zu schaffen. Kultur, ja. Das heißt, wir können deshalb natürlich sind extrem flexibel, können überall wohnen, können bald den Mars besiedeln, super. Wir sind extrem flexibel, aber es bedeutet gleichzeitig für uns Menschen, eigentlich seit es Menschen gibt und das Geschichtsbuch, wenn du das mal rückwärts nach hinten
hinten blätterst du im Daumenkino, dann findest du praktisch nie eine Generation von Menschen, die nicht verdammt überrascht gewesen wäre, was dann wirklich aus der Zukunft geworden ist. Ja, weil einfach zu viele Abzweigungen von links nach rechts, man hat immer wieder was verändert, immer wieder Unvorhersehbares. Soziologen heute sagen, das Rad hat sich natürlich dann immer schneller gedreht und wir sind jetzt wirklich in einem Rad, wo wir treten und wissen wirklich nicht, wohin. Soziologen sagen, die Hälfte der Arbeitsplätze, die in 20, 30 Jahren sein werden, wenn diese Kinder dann im Arbeitsplatz sind, können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Also das heißt, ja, wo geht's hin für unsere Kinder? Auf eine ungewisse Zukunft, auf Neuland. Ja, und so verstehe ich unsere Kinder. Es sind eigentlich Siedler, die sich vorbereiten, in ein Land zu reisen, das niemand kennt. Die Eltern nicht, die Erzieherinnen nicht, die Lehrerinnen nicht, die Lehrer nicht. Also eigentlich ist das der Zweck der Kindheit und war schon immer der Zweck der menschlichen Kindheit, sich vorzubereiten, das Beste aus dem zu machen, was ich dann vorfinden werde. Ja, deshalb reden wir ja immer wieder von Resilienz, von solchen Sachen. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, was ist das Ziel der kindlichen Entwicklung, dann ist es eigentlich gerüstet sein. Mit was? Ja, was wünschen wir den Kindern? Ich glaube, wir können uns ein bisschen uns ein Bild verschaffen, indem wir uns in ihre Situation beamen. Indem wir mal einfach so tun, in Gedanken, wir würden jetzt reisen in ein Land, das niemand richtig kennt. Ja, ihr geht online in irgendein Reisebüro und dann bucht ihr Neuland. Beschreibung, ein bisschen dürftig, man weiß nicht so richtig, was sein wird, aber es ist sicher spannend, ja. Was die da so machen, weiß man auch nicht so richtig. Ja, ihr bucht es und ihr werdet dort eine ganze Zeit leben. Was wünscht ihr euch dann zu haben? Ja, das ist die Frage unserer Kinder, mit der sie jeden Tag eigentlich aufwachen. Und da kommt natürlich immer das Gleiche, wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, dann so immer hinschreiben, ja, was? Kommt immer das Gleiche, ja, grundlegende Kompetenzen. Persönlichkeitskompetenzen. Ja, natürlich wünschen wir den Kindern, dass sie ihre Emotionen im Griff haben oder produktiv mit ihnen umgehen können, ja, mit ihren Impulsen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man, oder wie lang der Weg für Kinder ist, dieses zu lernen, diese exekutive Kontrolle, dass sie sich im Griff haben, ihren eigenen Haushalt führen. Das wünschen wir ihnen natürlich. Auch Mut und Beherztheit. Also den Biss, ja, wo man manchmal uns wünschen, das Unternehmerische am Menschen ist ja auch, oh, ich bin motiviert, ich will was tun, ich will was machen, ich will wirksam sein, ja, dieser Drive. Oder auch Kreativität. Ja, aus Neuem, aus Altem Neues machen, neue Lösungen finden. Das war immer typisch Mensch, kreativ sein. Und natürlich ganz stark, weil wir Menschen, das ist auch die Grundbedingung unserer Existenz, ist ja, dass wir immer zwischen ich, du und wir jonglieren müssen. Dass wir also sozial kompetent sein können. Wir verwirklichen uns ja nicht alleine, wir sind ja keine Reviertiere, Simba, der Löwe oder so, wo das sitzt und was weiß ich, sondern wir sind Gruppenmenschen, wir müssen kooperieren können. Das ist ja der Grund unseres evolutionären Erfolges. Wir können unsere Gehirne verschmelzen zu einem Riesenorganismus. Ja, wir sind verschmolzen. Ja. Ihr guckt mir ins Gehirn, ich gucke euch ins Gehirn so ein bisschen. Ja. Also wenn ihr wollt, dass ich aufhöre zu reden, dann guckt ihr einfach darüber sozusagen. Ja, dann werde ich immer... Und auch das ist kindliche Entwicklung. Ja. Die werden nicht geboren mit einem Blick in die Gehirne der anderen. Die haben zunächst mal ihre Perspektive. Ja. Das mit dem anderen, mit dem Du und mit dem Wir zusammenzubringen, boah, wahnsinnige Aufgabe. Klassisches Experiment, wir wären alle Dreijährige. Ja, und dann werden du da hinten musst rausgehen, mit einer Erzieherin vielleicht oder so, und wir verstecken dann was hier. Klassisch Buntstifte. Ich weiß nicht, ob man heute Kinder dann so begeistern würde mit Buntstiften, sagen wir würden Gummibärle nehmen. Ja, wir verstecken die irgendwo und wir sind schnell, wir sind ja dann wie eine Elefantenherde auch, jeder guckt so ein bisschen und dann landet es bei irgendjemandem, der hat eine tolle Idee.
kann man heute auch ein bisschen analysieren, wer Dominanzstruktur in der Gruppe, wer wen anguckt und so. Und da heißt, okay, da hinter diesem schwarzen Vorhang. Und dann kommt Tim und Struppi wieder rein und wir sind Dreijährige, wir gucken und alle unsere Blicke gehen dahin. Ja. Und wenn die da hinten entlang laufen, weil die denken, da hinten kann man auch verstecken, dann sind wir völlig im Stress. Wie beim Kasperle-Theater, ja, Dreijährige sitzen da, das Krokodil hier, Kasperle hier. Ihr seht das Krokodil, Kasperle sieht es aber nicht, dann kommt ihr völlig aus dem... Ja. Wenn ihr das gleiche Experiment dann ein Jahr später nochmal wiederholt, dann haben über die Hälfte von uns hätten schon begriffen, aha, der hat ja was anderes im Kopf, der hat eine andere Perspektive auf die Welt. Lasst uns mal gucken, wo der sucht. Also das ist diese Explosion des Geistes, ja, diese Aufbau einer Theorie, wie alles tickert. Und jetzt stecken sie die Köpfe zusammen, jetzt spielen sie Rollenspiele, jetzt kriegen sie Läuse, ja, Kopf an Kopf. Die springen nicht, ehrlich, ja, sondern das ist wirklich Haar zu Haar, weil sie die soziale Welt begreifen wollen. Ja, das macht sie natürlich von Anfang an, aber jetzt noch mehr mit einem Knoten auf einmal, wie wenn der platzt. Das ist typisch Kind, ja, das müssen dieses anlegen. Und diese Kompetenzen wünschen wir den Kindern, wenn sie reisen, dass sie am Ende ihrer Kindheit haben. Kreativität, Selbstkontrolle, innere Stärke, ja. Resilienz und natürlich soziale Kompetenz. Und die Frage ist, und das wurde von meinem Vorredner schon sehr schön angesprochen, da ist jetzt wieder ein Dilemma. Diese Kompetenzen, die können wir den Kindern gar nicht beibringen. Bringt man einem Kind Kreativität bei? Kann man nicht mal üben. Jetzt üben wir mal immer mittwochs in der Kita oder in der neu gegründeten Fördergruppe. Frühe Förderung, haben wir verstanden. Renz Polzer hat gesagt, Kreativität ist wichtig, Resilienz ist wichtig, soziale Kompetenz ist wichtig, das üben wir jetzt mal. Ja, ja, dann übt mal Kreativität und übt mal soziale Kompetenz. Das ist das, was typisch Kind ist. Das typisch Kind, das trägt all dieses eigentlich schon in sich, zumindest den Keim, und braucht die entsprechende Umwelt, damit es dieses entwickeln kann. Also als trüge es schon in sich eigentlich, dass es die Kraft entwickelt, um sein Ziel zu erreichen und braucht dann nur noch den förderlichen Rahmen. Und das ist für mich dann ganz, ganz wichtig, indem wenn wir über frühe Bildung oder frühe Förderung reden. Wir sind diejenigen, die den Kindern einen Rahmen geben. Und das sind die Eltern genauso dabei. Und dieser Rahmen besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Kreisen. Der eine ist natürlich, kennt ihr gut, funktionierende Beziehungen. Ja, du Kind, ich habe für dich ein gutes Beziehungsangebot. Wir können miteinander, ich vertraue dir, ich gebe dir Wert, ich gebe dir Sicherheit. Und du gehörst hier dazu. Ja, das sind die Signale, die die Kinder suchen. Und der zweite Rahmen ist dann der Erfahrungsraum. Ja, Zeit, Raum und Gelegenheit, um zu tun, um zu machen, um zu üben. Ihr müsst euch vorstellen, Kindheit ist eigentlich Probeleben. Und das Spielen des Kindes ist Probeleben. Und Kinder brauchen dieses in der Absicherung von guten Beziehungen. Was heißt es um Kind? Was suchen Kinder? Das ist auch für mich, wenn wir Einrichtungen gründen oder wenn wir uns Ziele setzen, wie zum Beispiel frühe Förderung. Was suchen Kinder bei Erwachsenen? Sie stellen uns eigentlich drei Fragen. Jeden Tag. Die erste ist, bin ich sicher? Wenn ihr eine Einrichtung führt und die Kinder können sich nicht sicher fühlen, ja, weil ich geschuckt habe oder an den Haaren gezogen habe, ich kürzlich mitgekriegt, ein kleines Kind wird aus der Kita ausgeschlossen. Das ist, Leute, echte Bankrotterklärung, wenn wir das mit den Kindern nicht hinkriegen. Ja, also kindliche Aggression ist ein ganz normales Verhalten, schucken, beißen, Haare ziehen ist ein normales kindliches Verhalten. Und Leute, das kriegen wir hin. Aber nicht, indem wir sie nach Hause schicken. Und auch nicht, indem wir sie ausgrenzen. Sondern indem wir Brücken bauen.
Ja, einschließen, Brücken bauen, ich brauche einen Helfer, ich weiß, du hast morgens immer Stress, du durchblickst es hier noch nicht, wie du wirksam sein kannst, das kriegen wir miteinander hin. Ja, einfach mal auf die Bremse treten, sagen, ja, Kinderbisse sind wirklich nicht schlimm, passiert nichts, ist okay, macht kein Mobbing. Ja. Dann kommen die Eltern und sagen, dieses Beißkind und mein Kind, guck mal hier, so eine Wunde. Ja gut, muss man sagen, er hat so eine Wunde, aber weißt du was, macht nichts, das ist Teil des Großwerdens. Ja. Also, funktionierende Beziehungen, bin ich sicher, ist die erste Frage. Die zweite Frage des Kindes ist immer die nach Wert. Bin ich anerkannt? Ihr wisst schon, das sind unsere Menschenfragen eigentlich, die stellen wir ja auch. Bin ich wert? Bin ich erkannt? Ja. Erkennen hat was mit Lieben zu tun in manchen Sprachräumen. Weil die Kinder dieses suchen, dass wir sie erkennen, dass wir ihren Wert erkennen, dass wir ihnen zusprechen. Und da auch wieder, wenn ihr an eine Einrichtung denkt, und Kinder haben immer Stress, kriegen immer nur Nein und denken und macht das und über dieses Stöckchen springen über jenes und denkt an Schulen, immer die gleichen Kinder kassieren die guten Bewertungen ab, du bist wert. Warum? Weil ich Glück hatte, dass meine Eltern dieses Elternhaus haben, weil ich Glück habe, dass Mutter Natur mir hauptfächertaugliche Talente gegeben hat. Ich habe noch viele andere Talente, ich bin sozial toll, ich bin kreativ, ich bin Künstlerkind, zählt nicht. Ja? Die Kinder, die eigentlich vom Leben noch nicht ausgezeichnet sind, die machen in der deutschen Schule immer und hartnäckig die gleichen Erfahrungen, nämlich die der Abwertung. Und deshalb ist die Bildungsforschung in Deutschland eigentlich ein ganz, kann man in einem ganz kurzen Satz zusammenfassen, das ganze Buch. Das heißt, lahm rein, lahm raus. Ja? Also die Kinder, die noch nicht die Auszeichnung haben, die werden sie auch in der Schule nicht bekommen. Also wir perpetuieren eigentlich natürlich die sozialen Nachteile dann genauso. Warum? Weil die Kinder keine Anerkennungskultur haben. Und das brauchen die. Ja, und Schulen, die das können, die umswitchen auf Anerkennung, die machen sofort die Erfahrung, wir nehmen die Kinder mit. Das beginnt mit dem, ich nehme eure Bedürfnisse wahr. Der Morgen beginnt mit einer Disco und den organisiert jede Klasse an einem anderen Tag. Ja, mit eurer Musik, wir machen tolle Sachen. Ja. Und ihr habt Fächer, in denen ihr eure Fragen beantwortet und nicht unsere. Also Kinder mitnehmen. Ja, eigentlich simpel wie noch was. Keiner von uns wollte sein Leben in einem Arbeitsplatz verbringen, der so aussieht wie die Schule. Oder würdet ihr wahrscheinlich ganz schnell sagen, okay, kündigen. Nur Kinder können nicht kündigen. Ja, die sitzen also fest und das ist ja unser Dilemma. Die Kinder kommen dann, mittlere Kindheit, ihr wisst ja, der Mensch hat noch ein paar so Feinheiten. Ja, der Mensch anders als die anderen Menschenaffen, die großen Affen, ja, Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan und so weiter. Die sind ja klug. Die kriegen ein Kind und dann sorgen sie für das Kind, bis es selbstständig ist. Und dann gehen sie wieder ins Bett miteinander. Und dann kommt das nächste Kind. Ja. Wir Menschen, überlappende Versorgungsansprüche. Gerade wenn du das Maximum erreicht hast, du kommst erst mal wieder unter die Dusche sozusagen, ja, geht es schon wieder los. Ja. Und Mutter Natur musste diesen extremen Anspruch, der das auf die Ressourcen der Fürsorgenden stellt, musste das lösen, indem der Kindheitsverlauf so angepasst wurde, dass wir am Anfang irrsinniges Aufholwachstum, ja, die Unreife des Kindes, ich habe ja gesagt, unsere Kinder sind glorifizierte Pflegefälle eigentlich, wenn sie geboren sind, wirklich, ein Fohlen kann nach einer halben Stunde laufen und unser Kind braucht 10 Monate, 20 Monate, ja. Mutter Natur konnte das nur ausgleichen, indem sie am Anfang einen riesigen Wachstumsschub hingelegt hat. Da guckst du einmal weg und das Kind ist weiter, ja, kann mehr, ist irre weiterentwickelt. Und dann mittlere Kindheit, absolut gedämpftes Wachstum, tut sich kaum was, ja, ab und zu mal eine neue Kleidergröße, aber selten mal, hups. Und dann aber, flups, auf einmal geht es wieder volle Pulle los und dann muss dieses Kind, das in der mittleren Kindheit absolut noch Kind ist, mit der Pubertät auf einmal in wenigen Jahren zum Erwachsenen werden. Also eine absolute krisenanfällige Zeit, absolut. Ja.
Und gelöst hat es Mutter Natur eigentlich, indem sie die Jugendlichen ausgestattet hat, natürlich mit allem, was es braucht, um diese Krisenzeit super zu bewältigen. Ja, ein ungeheures Innovationspotenzial. Nie ist das Gehirn flexibler als in dieser Zeit. Irre Leistungsbereitschaft, ja, nie heilen Wunden schneller als in dieser Zeit. Irre soziale Vernetzungsfähigkeit. Ja, der Freund von meinem Freund ist mein Freund. Ja, wir fahren nach Berlin, wo übernachtet ihr? Ja, weiß ich nicht, beim Freund von dem und dem. Ja. Also irre Leistungsfähigkeit, ja, fluides Denken, Begeisterungsfähigkeit ohne Ende. Ja, die sind bereit, das Feuer zu zähmen und Evolutionsbiologen sind sich einig, das haben die Jugendlichen gezählt und nicht gezähmt und nicht die Gelernten, ja, die Alten. Und was machen die in unserer Gesellschaft? Sie sitzen eigentlich nur rum. In der Schule tut sich nichts, ist auch in der Bildungsforschung klar nachgewiesen, kein Lernfortschritt, Mathematik, stagnieren sie, wenn sie überhaupt, ist schon positiv, wenn sie überhaupt stagnieren. Also dieses leistungsbereite Volk wartet jetzt eigentlich nur noch, bis es wieder weitergeht. Und das ist unser Problem, ja. Und könnten so gut auch mitmachen, ja. Vorher, wir saßen draußen, kommt in der Ferne, aha, zwei junge Frauen, hat so ausgesehen, boah, arg jung, boah, wow. Waren zwei Teenager mit einem Baby. Ja, also haben da Babysitting gemacht und waren so stolz. Ja. Hast richtig gesehen, und wir haben da reingeguckt. Und so, ja, das ist typisch Jugendliche. Ich bin mir sicher, dass wir könnten sagen, anstatt dass euch die Füße in den Bauch sitzt hier in der Schule, helft in der Kita mit, ja, macht echtes Lebenserfahrung. Vernetzt euch mit anderen Kindern. Ja, das ist eigentlich das, was wir suchen. Und das bringt mich jetzt zur Sprachentwicklung. Die Kinder haben die Sprache natürlich schon in sich. Das ist ja wunderbar schon dargestellt worden. Wir müssen gar nichts tun. Dieses primäre Sprachenlernen, das verläuft so, dass du es eigentlich nicht verhindern kannst. Du wirfst ein Kind in seinen kulturellen Raum, in seinen Sprachraum, und dann absorbiert es per Osmose alles. Es extrahiert die Grammatik, es extrahiert die Wortbedeutungen. Schon kleine Babys in den ersten Monaten sind überrascht, wenn auf einmal eine Fremdsprache gehört wird. Also die sind die ganze Zeit dabei zu extrahieren und zu gucken und wie es ist. Und auf einmal können sie sprechen. Ja. Und diese Sprachlernfähigkeit ist immens. Ja, das weiß man aus der Geschichte auch. Es gibt ganze Sprachräume auf der Erde, die ihre Sprache den Kindern verdanken. Ja, in der Karibik, die Welt war klein damals, dann hat man sie entdeckt. Sie war schon besiedelt, ja, aber man hat sie dann entdeckt. Ja. Und dann haben die Konquistadoren oder die Eroberer, die hatten ein Riesenproblem. Ja, zuerst waren schon Indigene, dann die Konquistadoren. Und dann haben sie noch ihre Sklaven mitgebracht aus verschiedenen Sprachräumen, was halt gerade billig auf dem Markt war. Und willkommen auf der Karibik. Ja. Keine Sprache, Turmbau zu Babel. Wer hat es geschafft? Die Kinder. Ja, die Kreolsprachen sind Kindersprachen, die sie auf der Straße zusammensetzen. Und das kannst du heute immer noch beobachten, wo Kinder zusammen sind, auch Gehörlose. In ihren Einrichtungen, früher hatte man ja noch keine Lingua Franca, die alle reden. Deshalb hatte jede Gehörloseneinrichtung hatte ihre eigene Zeichensprache, die Kinder entwickelt haben. Ja, also die Kinder, das wisst ihr ja, die Kinder sind einfach geborene Sprachenlerner. Aber wir müssen verstehen, was brauchen sie, weil das wird in der Frühförderung leider häufig missverstanden. Brauchen sie Anleitung? Brauchen Sie erwachsene Anleiter? Vielleicht schon, vielleicht solche, die vor allem Butterbrote schmieren und so. Aber sicher nicht als Sprachanreiz. Ja, das machen Kinder untereinander absolut. Was brauchen Sie? Sie brauchen andere Kinder und Sie brauchen ein Vorbild, also ein Sprachvorbild. Und das ist bei den Kindergärten bei uns ein Problem. Weil der soziale Quill, also der Quill des Spracherwerbs, läuft natürlich immer über Brücken. Jemand sagt ein Wort und macht eine Bedeutung dazu. Ja, was spielen Kinder? Wir wären mal Astronauten. Ja, dann ist irgendein Kind, typischerweise wäre das jetzt ein älteres Kind, würde das aufgreifen und würde dann auf einmal das Wort Astronaut verwenden. Aber nicht etwa jetzt
das ist ein Astronaut und der sieht so aus und der hat das an, sondern er spielt es. Ja, ein Astronaut bewegt sich so, ja, und springt so und macht so, ja. Also, Kinder konnotieren die ganze Zeit natürlich die Sprache. Das machen wir auch bei Kindern. Wir sind vor allem bei den kleinen Kindern ja auch so ein bisschen, dass wir Emotionen stärker deutlich machen, ja, die Babysprache, dass wir ein bisschen höher sprechen, uns anpassen an das kindliche Vermögen. Aber Kinder sind da ideal, ja, die präsentieren sich auf dem Silberteller wirklich die Wortbedeutungen. Aber das Problem, der Quill läuft nur, wenn du genug Muttersprachler hast. Das weiß man noch nicht genau, wie viel es genau braucht für jede Sprache. Aber es sollte, die Mehrheit sollte aus Muttersprachlern bestehen, damit halt schnell Brücken entstehen. Ja. Und dann ganz wichtig auch, Kinder lernen vom Runterbeugen und vom Hochgucken. Ja. Sie abstrahieren von ihrem Sprachvermögen gegenüber kleineren Kindern. Ja, die reden dann in einer Sprache, wo sie wissen, das versteht das Kind auch. Und das hilft ihnen selber als Lernende. Ja, wenn ihr mal euren komplizierten Job jemand anders erklären könnt, der das noch nie von dem Job gehört hat, ja, dann habt ihr wirklich eine Leistung vollbracht. Das ist bei Kindern auch. Und sie profitieren von den Brücken nach oben. Also dieses Scaffolding, wo sie die ganze Zeit sich Geländer, Gerüste anlegen, um weiterzukommen. Ja, ein Kind wird zum Beispiel, wir spielen Tier und dann hat ein Kind aus dem Zoo ein Kamel. Ja, dann wird ein kleineres Kind wird dem anderen auf den Rücken gesetzt, hier ein Kissen und das ist ein Kamel, ja, und das ist ein Kamel, ja. So lernen Kinder und es nicht aufzuhalten. Also das Spracherwerb ist natürlich hochkanalisiert. Es ist ja unsere Voraussetzung im Leben, fit zu sein, ja, zu kommunizieren. Also da hat Mutter Natur jetzt nicht einen schlechten Tag gehabt, dass sie die Sprache entwickelt hat, sondern da war wirklich, das läuft wie am Schnürchen. Und das ist natürlich das, was wir auch nutzen können. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Präventionsdilemma. Die es am meisten brauchen würden, sind natürlich die migrierende Bevölkerung. Die kommt mit einer anderen Sprache. Und wo landet die? Sehr häufig an den für Sprachförderung dürftigsten Umwelten. Also in der Kita, wo dann halt 80% irgendeine andere Sprache, also Turmbau zu Babel wieder, wo es ewig braucht, bis man da eine gut ausgeprägte Muttersprache hat. Und wenn es eine Muttersprache dann nachher, oder eine Heimatsprache, eine neue Sprache sozusagen ist. Und wenn sie ist, dann ist sie immer noch holprig. Und das hat damit zu tun, dass eben diejenigen, die am meisten Förderung brauchen, die schlechtesten Karten haben, um sich mit Förderung zu versorgen. Oft haben sie keine Transportmittel, das heißt, sie sind weniger flexibel in der Wahl der Kita. Sie sind auch nicht die geborenen Verhandler wie bei uns in der Mittelschicht. Ja, du guckst die Kita an und sagst, da würde ich nie und nimmer reingehen. Wer geht denn rein? Genau die es eigentlich brauchen, dass es dort eine super Kita ist. Weil das ist das zweite Dilemma in der Prävention von kindlichen Entwicklungsdefiziten. Die Kinder bräuchten eigentlich, früher hat man gedacht, das war auch in Deutschland so der erste Ansatz, als man festgestellt hat, wir brauchen mehr Kitas und vor allem mehr Krippen. Das war übrigens nicht der Ansatz der Förderung damals, sondern der Ansatz war, wir brauchen mehr Frauen in der Wirtschaft, natürlich. Und dann hat man das Angebot geschaffen. Vorher hat man immer gesagt, Kitas, bei uns nicht, das ist DDR und so. Ja, und was braucht es jetzt für ein Kind, das besonders starke Nachteile hat, das vielleicht noch nicht sozial kompetent ist, noch nicht so stark sozial kompetent ist, das vielleicht sprachlich noch nicht so weit ist, das vielleicht zu Hause schlechte Erfahrungen macht im Bindungssystem, also schlechte Erfahrungen mit Beziehungen hat, nicht vertrauen kann, das immer wieder die Erfahrung macht, der Boden schwankt, mal sind sie so, mal sind sie so, mal behandelt sie mich entwürdigend. Was braucht so ein Kind? Natürlich absolut das krasse Gegenteil. Eine absolute Versicherung, hier läuft es gut. Hier stehen wir zu dir. Hier bist du sicher. Hier fällst du nicht durch die Maschen. Hier wirst du gehört und hier wirst du gesehen. Nicht wie zu Hause, sondern
hier, wir sehen dich. Wir wissen, aha, du hast Probleme mit dem, du bist in dem Raum immer gestresst. Wir helfen dir. Kriegen gerade die Kinder, die es am meisten brauchen, genau dieses Umfeld? Leider nicht. Die landen sehr häufig selber wieder in gestressten Kitas. Also in Kitas, wo es weniger Personal gibt, wo es mehr Probleme gibt. Und wir haben keinen Mechanismus bisher gefunden, dieses auszugleichen. Also ihr müsst euch vorstellen, freie Wirtschaft hier, habe ich ja gehört, Schweiz zum Beispiel, die müsst ja auch ein bisschen was von Wirtschaft verstehen. Was wird ein Unternehmen machen, sagen wir ein großer Konzern, wenn er sagt, da ist eine Dependance, die hat Probleme. Die verkauft nicht so viele Autos wie die andere. Ja Leute, was die macht, ist natürlich, die fördert die richtig. Da kommt das beste Personal hin, dann werden die geschult, dann wird da das aufgebaut. Ja? Ich kann es im Markt da nicht liegen lassen. Was machen wir? Schlechte Kita bleibt schlecht. Im Gegenteil, die wird immer schlechter. Weil dann die guten Risiken, also die Eltern, deren Kinder zum Beispiel Deutsch sprechen können, deren Kinder schon viel soziale Kompetenz aufgebaut haben, die sagen dann, nee, also da gehen wir nicht rein. Also wir haben eine Abwärtsspirale, die man immer wieder nachzeichnen kann. Wir haben jetzt wieder Daten gekriegt, das sieht furchtbar aus. Ja. Also die, die es am meisten brauchen, die landen eigentlich in den schlechtesten Einrichtungen. Und das Problem ist, ist inzwischen auch nachgewiesen, früher hat man gesagt, ach Mann, wenn es zu Hause nicht gut läuft, Hauptsache die kommen in die Krippe. Kann ja nur besser werden, oder? Mutter hängt vor dem Fernsehen rum, ab in die Krippe. Und genau das stimmt nicht. Ja, die Kinder, die am meisten belastet sind, die brauchen dann auch wirklich, damit sie sich verbessern können, dann Arbeitsmodelle, die funktionieren. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Kind sowieso auf schwankendem Boden steht und dann kommt es in eine Einrichtung, wo es wieder schwankenden Boden erlebt, dann verfestigt sich dieses Bild im Kind. Die Welt ist nicht verlässlich. Also das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Je stärker die Kinder dazu neigen zu sinken, desto stärker brauchen sie Auftrieb. Und die bräuchten eigentlich natürlich die besten Einrichtungen. Und das ist leider bei uns in Deutschland nicht der Fall. Was die auch brauchen, ist Unterstützung in ihren Lebenswelten. Stellt euch mal vor, wo wohnen denn die Kinder, die arm sind? Also arm im Sinne von gestresstem Umfeld, wenig funktionierende Beziehungen. Es gibt viele arme Menschen, die trotzdem funktionierende Beziehungen haben. Ja, das ist also mit Armut direkt nichts zu tun. Denkt euch mal, studentische Milieus, die leben von Sozialhilfe und trotzdem kommen sie mit ihren Kindern ganz gut klar. Nee, das sind die gestressten Milieus, wo die Beziehungen nicht funktionieren. Die leben jetzt in einem, also in Deutschland zumindest, am Stadtrand in einem Plattenbau. In einem riesigen Hochhaus. Ja. Und natürlich brauchen die, wenn wir jetzt sagen, lebensweltliche Unterstützung, bräuchten die eigentlich einen riesigen Spielplatz oder am besten eine Kinderwildnis direkt unter ihrem Wohnblock, der betreut wird. Ja. Und das gibt es, das gab es mal. Also ich bin Förder irgendwas in einem Hamburger Verein, die haben in den 50er Jahren schon aufgebaut, begleitete Spielplätze. Das war für die Eltern genial. Ja, du konntest dein Kind, konntest schnuppern erstmal, die Kinder, sehen sie die anderen Kinder spielen, das sind kleine Kinder, das sind große Kinder, war wunderbar. Irgendwann mal, ja, ich stehe da außen und du kannst mitspielen und irgendwann war das Teil vom Clan, ja, von der Kindergruppe. Und dann konnten die jeden Tag dahin dackeln und konnten spielen mit anderen Kindern. Ah, das ist die Förderung, ja, und die sprechen dann Sprache. Ja, aber die muss natürlich nicht irgendwo sein, sondern in den Lebenswelten. Ja, sowas wäre ganz oben auf meiner Liste. Ja. So wie überhaupt auch Kinderwelten geschaffen werden können. Ja, was sind Kinderwelten? Kinderwelten sind zum Beispiel, Sie hatten es angesprochen, Natur da draußen. Ein ziemlich unterbenutzter Entwicklungsraum eigentlich. Jede Kommune könnte verpflichtet werden, dass sie für Kinder die verlorenen Flächen, ja, Kinder können nicht mehr vor der Straße einfach spielen, ist so, dass sie die wieder schafft, indem sie eine Kinderwildnis errichtet.
Also große Flächen, wo die Kinder spielen, machen, tun können. Ja. Möge es unstrukturiert, das ist ja, was Kinder suchen. Kinder suchen ja immer diese Kribbelerfahrung, Kribbelzone, ja, Zone der proximalen Entwicklung, wo sie vielleicht auch andere Kinder haben, die ihnen weiterhelfen und so weiter, vielleicht Erwachsene gerne auch. Aber wo sie ihr Ding machen können. Und die Beobachtung ist, je mehr vorgegebene Sachen du hast, desto weniger kann das Kind einsteigen mit seinem Entwicklungsbedarf. Ja, ich will jetzt gerade dieses lernen, ich will dieses machen und so weiter. Wenn du nur ein paar Spielgeräte hast, ja, also Spielplatzentwickler sagen, es ist ihnen egal, wenn die Kommune ein bisschen arm ist, dann können sie lieber mit dem Bagger reinfahren, der kostet am Tag 50 Euro, tiefe Gruben aufschichten, ja, und die Vögel machen grün. Das ist, was Kinder suchen, also unstrukturierte Sachen, wo sie ihre Motive nachspielen können. Und deshalb bin ich auch ein bisschen skeptisch mit dem, was, wenn wir jetzt, wir wollen uns vernetzen, wir wollen Angebote schaffen und müssen da unbedingt auch gucken, wie wir die Kinder vernetzen können. Also die Kinder sind da, ja, aber wir können sie noch nicht richtig vernetzen, deshalb das Beispiel der Sprache. Und das Beispiel der Sprache ist deshalb super interessant, also dass Kinder die Sprache eigentlich schon in sich tragen, also die Sprachfähigkeit, die Sprachlernfähigkeit. Das gilt für die anderen Kompetenzen, die ich genannt habe. Soziale Kompetenz, Kreativität, exekutive Kontrolle, natürlich genauso. Wenn wir mit Kindern in einer bestimmten Beziehungssprache sprechen, ja, die greifen ja, das merkt ihr ja auch, das merkt ihr, du als Opa, ich als Opa ja auch, die greifen natürlich absolut auch die soziale Sprache auf. Ja. Kann ich vertrauen? Wie gehen die in Beziehungen miteinander um? Habe ich eine Stimme? Werde ich gehört? Ja, das ist die soziale Sprache, das ist die Beziehungssprache, die Muttersprache der Bindung eigentlich. Und das geht auf die Kinder über. Ja, die Kinder tragen eigentlich den Impuls, reinzuwachsen in die Gemeinschaft, in der sie bedeutsam sind, in sich. Und lauschen dann die ganze Zeit auf die Sprache, die hier gesprochen wird. Nicht nur die phonetische Sprache, sondern sie lauschen auf die Beziehungssprache. Ja, geht es hier von oben nach unten zu? Ist hier Feindesland? Oder ist es ein gebender Platz? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie begleiten die mich? Ja, und das saugen sie auf. Mit ihren drei Fragen. Ich habe die vorher abgekürzt, weil eine ist mir was anderes in den Kopf gekommen. Nochmal deshalb. Die erste, bin ich sicher? Vom Kind aus formuliert, gell, wenn ich in Not bin, dann habe ich jemand. Ja, dann stehst du zu mir. Das ist für Kinder extrem wichtig. Und das in den Schulen, die gelungen sind übrigens auch. In Deutschland führen wir sowas wie einen deutschen Schulpreis. Der wird immer von der Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler überreicht. Das ist also bei uns ein großes Ding. Wenn man diese Beispiele mal anschaut, kannst du rütteln und schütteln und destillieren. Das kommt immer auf die Beziehungskultur. Wir stehen zu dir. Ihr macht Schule. Es ist eure Schule. Ihr dürft begeistert sein. Es geht nicht um uns, es geht um euch. Ja, wie gesagt, Beispiele wie den Morgenschlaf abschütteln mit einer Disco oder Hauptfach Herausforderung. Stellt euch als Klasse eine Herausforderung, noch so groß. Ja, wir wollen gern unsere Lieblingsband einladen. Voilà, ihr habt alle Unterstützung. Schießt los. Das ist, was Kinder suchen. Ja. Also, und die Schulen, denen das gelingt, messbar zum Beispiel an Dropout, also wie viele Kinder den Schulabschluss nicht kriegen oder kriegen, denen das gelingt. Eine Schule in einem sozialen Brennpunkt hat keinen einzigen Schulabbrecher gehabt, kein einziger, der die Schule nicht geschafft hat. Ganz stark deshalb, weil die Kinder, die in Not sind, konnten ein SOS-Signal schicken. Ja, und was heißt das? Natürlich heißt es, rund um die Uhr muss jemand erreichbar sein. Das ist Pädagogik. Ja, wenn mein Kind Scheiße macht, ja, ist auf einem Rockkonzert und die Polizei findet irgendwie, was weiß ich, Marihuana oder so, ja, dann mache ich mal das Mögliche, um dass mein Kind nicht die Brücke runterstürzt. Ja. Und alles gut. Aber diese Kinder haben niemand. Und das ist unser Ziel. Ja, dass man also, und das bedeutet eben ganz stark, dass wir eben ansprechbar sind. Das ist die erste Frage, die nach Sicherheit. Oh, habe ich schon überzogen.
Ja, ich bin ganz schnell fertig, weil ihr könnt es euch merken dann besser. Die erste Frage ist die nach Sicherheit, die zweite ist die nach Anerkennung, das habe ich schon gesagt, bin ich okay? Ja, was ihr auch fragt. Wenn ihr in Beziehungen lebt, ob du oder wir, wo du immer hörst, du bist okay, wenn du, wäre schön, wenn du halt ein bisschen schlanker wärst, wäre es auch gut, bist du hübscher, wäre auch nicht schlecht. Ja. Das ist, was die Kinder extrem stresst, weil sie immer dann auf dem falschen Fuß leben. Ja, wäre schön, wenn du bessere Noten hättest. Ja, und wie viele Eltern interessieren sich überhaupt für die Schule? Die interessieren sich ja praktisch nur für die Noten. Also in Deutschland, hier sicher nicht. Da heißt, wie gut bist du, aber was da inhaltlich läuft, du könntest wahrscheinlich, wenn das Kultusministerium sagen würde, wir lernen jetzt Südaserbaidschanisch, dann würden die Eltern mit ihren Kindern Südaserbaidschanisch pauken. Ja. Aber es geht nicht um Inhalte. Also, komme ich vor, bin ich wertvoll? Geht es nach mir? Ganz wichtig, also komme ich vor in dem Programm. Und das dritte ist die Frage nach Zugehörigkeit. Ja, und wenn ihr jetzt euch überlegt, Sicherheit, Anerkennung, Zugehörigkeit, das ist eigentlich die Grundlage der Bindung, ja? Das ist Heimat, das ist ein Gefühl von Heimat. Und alles, was wir für Kinder anbieten, muss sich immer wieder fragen, ist es eine Heimat für Kinder? Dieses dreiblättrige Kleeblatt wäre nicht ein kindgerechtes Kleeblatt, wenn es nicht ein viertes Blatt hätte. Nämlich, für Kinder ist ja dieses Kleeblatt, die Heimat, das Gefühl der Heimat, ist ja nur Kapital, und Antrieb, um ihr Ding zu machen, ja? Um raus in die Welt zu gehen, zu spielen, zu entdecken, zu tun. Sie wollen wirksam sein. Also das vierte Kleeblatt ist dann Raum, Zeit und Gelegenheit, um mein Ding zu machen. Und das heißt nicht über Stöckchen springen, sondern mein Ding machen heißt mitgestalten, mitmachen, spielen, spielen, spielen. Ja? Und das ist kindliches Entwicklungsprogramm. Wenn es dieses vierblättrige Kleeblatt hat, dann kann es sich entwickeln. Und alles, was wir anbieten an Fördermaßnahmen, müssen wir immer wieder hinterfragen, ist da das vierblättrige Kleeblatt drin? Nur dann funktioniert es. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich nehme das auf, das vierblättrige Kleeblatt, das gefällt mir sehr gut. Daraus ist ganz vieles ersichtlich, was die Kinder brauchen. Ich glaube, das ist sehr schwierig für uns, die auch selbst mit sehr vielen Defiziten unterwegs sind und selbst in einem Umfeld leben müssen, oder gewollt oder nicht gewollt, und eben auch ziemlich schnell gestresst sind und in einem Ablauf und durchgetaktetes Leben funktionieren müssen. Und da sind die Kinder, die einem eigentlich vormachen, wie es sein sollte. Ich frage jetzt in die Runde, was denkt ihr, wie gelingt es uns vielleicht auf diese Ebene zu begeben, den Kindern das zu ermöglichen, dieses Umfeld zu ermöglichen und uns gleichzeitig eben auch zu entlasten, weil ich erlebe das als Großmutter ganz speziell, dass ich mit meinen Enkelinnen ganz anders und ruhiger und offener und spielerischer und einfach, das ist ein wunderbares Geschenk, was ich jetzt erleben kann und darf, was mir eröffnet, was die Kinderwelt ist, nämlich den Zugang zu unserer eigenen Kreativität, unsere Quelle, unser Lebensnerv? Die Antwort darauf kann man vielleicht am besten sich ableiten aus dem Blick, aus dem Kontrastblick sozusagen, dorthin, wo es vielleicht viele Sachen einfach besser und einfacher laufen. Und das wäre zum Beispiel, wenn man mal indigene Kulturen anschaut, wie die mit Kindern umgehen, da findest du ein paar Unterschiede zu dem, wie wir in unserem Umfeld umgehen. Ein Wort zum Beispiel Alltagsstress und so weiter. Und die zusammengefasst kann man eigentlich sagen, erstens mal wachsen die viel stärker auf in einer vorbereiteten Umwelt. Ja. Bei uns ist ja so, die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt, die trennt sich ganz schnell. Ja, die Kleinen wollen mitmachen, die sind gerne in der Küche und so weiter. Sie würden gerne das ausräumen, das einräumen und so weiter. Und bei uns, oh mein Gott, oh ja, jetzt ist die Vase in Gefahr, jetzt ist das Küchenmaschine futsch oder so weiter. Bei manchen Eltern ist es so, dass sich dann schnell
es wie eine Glasscheibe runterzieht, da ist die Kinderwelt, da werden die Kinder bespielt, man spielt mit denen. Und da ist die Erwachsenenwelt und die ist gerichtet auf natürlich produktiv sein, Online-Banking rechtzeitig machen, das und das und das, das machen. Und dann auf einmal hast du unterschiedliche Welten und das ist das, was jetzt gerade Maria Montessori zum Beispiel so stark herausgearbeitet hat. Wenn ein Kind in einer machbaren und unter den Interessen des Kindes erreichbaren Umwelt aufwächst, dann ist eine Selbstförderung da. Dann lernen die spielen und zwar auch selber spielen. Und das ist eines, was auffällt. Also diese andere Welt mit einer viel niedrigeren Schwelle für die Kinder, einfach mitzumachen, dabei zu sein. Da poolt die Oma zum Beispiel Erbsen oder Bohnen und das Kind kommt dazu, kriegt eine Geschichte mit und kriegt dann einen Grundkurs in Kooperation, ja, weil Kinder brauchen gute Stimmung für Kooperation. Sie brauchen ein Gefühl von Bedeutsamkeit, ja, also das habe ich jetzt da mitgemacht. Sie brauchen, dass kein Stress da ist und dann machen sie mit und das ist eines. Und dann natürlich laufen da viel mehr Leute rum, die auf das Kind aufpassen und dem spannende Sachen machen. Unter anderem ganz stark ältere Kinder. Ja, die fallen bei uns ja praktisch raus. Ältere Kinder haben Kraft ohne Ende. Ihr wisst ja, wie Kinder haben generell Energie und Kraft ohne Ende. Ja. Und die passen dann auf das kleine Kind auf. So genial. Und das fehlt bei uns. Natürlich, da gibt es keine Antworten. Man kann nur, so wie wir in der Frühförderung, möglichst gut rekapitulieren, was das Dorf damals angeboten hat. So kannst du auch in den Familien eigentlich nur möglichst gut rekapitulieren, was in der Sozialisation im Angebot war. Und etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass diese sozialen Umwelten, die wir jetzt beschrieben haben, wie sie sind und wie sie sein sollten, die Schule, die Familie, die Nachbarschaft, dass die auch wieder in Umwelten eingebettet sind, oder? Und wenn ich dann ein bisschen gesellschaftskritischer noch ausholen würde, dann würde ich sagen, ja, das, was wir hier uns als neoliberaler Kapitalismus leisten, der eben dieses Rad, das du auch beschrieben hast, oder immer schneller drehen lässt, dann ist das die denkbar ungünstigste Voraussetzung. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die, die es mit Kindern zu tun haben. Und es ist eine ungünstige Voraussetzung, wir wissen es, nicht nur für die menschlichen, psychischen, körperlichen Ressourcen, sondern auch für die ökologischen Ressourcen. Und wenn wir irgendwas grundsätzlich verbessern werden in unterschiedlichen Bereichen, dann müssen wir diese selbstzerstörerische Gesellschaftsform schlicht und einfach überwinden. Das sind klare Worte, ja. Darf ich noch ganz kurz was anschließen? Also es laufen nicht nur mehr Menschen rum, die Kinder sozusagen in ganz viele Rollenangebote haben. Das ist ja nicht nur bei uns, ist Mama ganz stark und die ist gleichzeitig Trösterin, sie fordert, sie erzieht, sie ist Bettlerin und Königin in einem, ja, also im Kind gegenüber. Und dort gibt es ein reichhaltiges Rollenangebot. Jeder hat ein anderes, da ist der Opa, da ist der und so weiter. Und vor allem, der Unterschied ist auch, dass die sind gewohnt, mit Kindern umzugehen. Ja, bei uns ist manchmal so, dass das erste Menschenkind, das du auf den Arm hältst, ist dein eigenes Baby. Ja, und das kann nicht gut gehen. Die werden rein sozialisiert als Kinder begleiten. Die sind Kindermenschen viel stärker, weil Kindermenschen musst du erlernen. Das ist einfach so. Und die treten auch, wenn du beobachtest, wie die Kindern gegenüber treten, boah, total kompetent. Also mit einem Fell, ja. Zwar feine Härchen drauf, um zu erkennen, aber auch das Kind hat einen Sonnenanfall. Ja, so what, ja. No drama. Also das ist, die gehen den Kindern gegenüber auch mit echter, natürlicher Autorität. Also nicht mit Strenge in dem Sinn, sondern wie manche Eltern bei uns sind sehr unsicher. Ja, ist das auch richtig, was ich mit meinem Kind gegenüber mache? Die sagen ihren Kindern, also jetzt emotional, ich halte hier die Tiger fern. Ja? Und alles gut hier. Und wir sind eine Gemeinschaft, ja, dieses Connectedness, das ist deren ganz starkes Grundprinzip. Und die Kinder wachsen da natürlich rein. Und das würde ich mir wünschen bei manchen Eltern, dass sie einfach wissen, ich bin so wichtig für das Kind, ja, manchmal mache ich es vielleicht nicht so richtig, aber trotzdem, du hältst hier die Tiger fern und du kannst deinem Kind gegenüber mit offenen Augen entgegentreten und musst nicht auseinanderbröseln, wenn du mal Nein sagst. Nein, wir warten noch ein Jahr, bis das Handy zu dir kommt. Und das ist nicht schlimm, wenn du dann mit mir traurig bist, weil ich halte hier die Tiger fern. Ich glaube, wichtig ist nicht nur den Fokus auf die Kinder, sondern wir als Erwachsene sind auch Vorbilder. Nicht nur ältere Kinder oder jüngere Kinder sind Vorbilder der Kinder in diesem Moment, sondern auch wir Erwachsene. Und da ist es wichtig, dass es den Erwachsenen gut geht, die um die Kinder herum sind, dass die sich gut achten,
weil nur wenn es den Erwachsenen gut geht, können sie auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und entsprechend feinfühlig auf die Signale der Kinder reagieren. Ich merke das bei mir in der Praxis, wenn ich gestresst bin, dann schreien die Kinder viel mehr. Wenn ich kompensiert bin, sage ich mal, dann ist es ein einfacheres Zusammensein mit den Kindern und dann ist auch ein Spiel mit den Kindern möglich und im Spiel kann ich die Kinder untersuchen, weil sie dann mitmachen, sie sind Teil dieses Rollenspiels. Und ich höre dann auch immer wieder, ja, das haben sie zu Hause geübt mit den Geschwistern, mit dem jüngeren Geschwister. Und das geht es, dass wir Sachen positiv weitergeben, aber dafür müssen wir, die Erwachsenen, sich gut schauen. Und dafür braucht es Unterstützung der Gesellschaft, der Gemeinden, der Kantone, des Bundes, dass auch die Erwachsenen zu sich schauen können. Und interessanterweise sind es genau die gleichen 4 Kleeblätter, die Erwachsenen brauchen, damit es ihnen gut geht. Und da kann man betriebliche Gesundheitsförderung anschauen oder was auch immer. Es ist immer genau das Gleiche. Oder sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Entfaltungsmöglichkeiten, sie brauchen das, was die kleinen Kinder brauchen, auch im späteren Alter. Ich möchte noch Frau Klingenfuss fragen, wenn Sie in Ihrer Praxis Kinder sehen, die vernachlässigt worden sind, ob emotional oder körperlich vernachlässigt worden sind, Wie erkennen Sie diese Vernachlässigung? Wie macht sie sich sichtbar und was machen Sie, wenn Sie das, was unternehmen Sie, wenn Sie das wahrnehmen? Also wie gehen Sie da vor? Das ist eine große Frage. Es ist sehr unterschiedlich. Also es kommt auf das Alter des Kindes darauf an, auf den Entwicklungsstand. Man kann es anhand vom Verhalten des Kindes sehen. Manchmal ist auch der Entwicklungsstand ein Hinweis, wie feinfühlig die Umwelt auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann. Pflegezustand ist sicher auch immer noch ein Hinweis. Aber auch schon der Umgang der Eltern, wenn sie mit dem Kind in die Praxis kommen oder im Wartezimmer, die Feinfühligkeit im Umgang mit den Kindern, das sind so ein paar Punkte, die ich nennen kann, was Hinweise sind. Vielmal ist es aber auch ein Bauchgefühl, das bekommt man irgendwann dann mit der Arbeit. Ich bin eine Person, die immer spiegelt, immer sagt, was ich denke, was ich sehe. Ich versuche es auch so zu sagen, dass ich sehe, da ist etwas, das macht mir Sorgen. Ich sehe da, dass was nicht so gut läuft, aber nicht als Anschuldigung, sondern es geht mir darum, einen Platz zu schaffen, wo die Eltern merken, da schaut jemand hin, da ist jemand da, der für sie und das Kind da ist, dass beide sich entwickeln können, also die Eltern als Eltern und das Kind als Kind, gemeinsam den Weg machen können, ohne dass es zu einer Stigmatisierung kommt. Und es kommt dann darauf an, was der Grund ist für diese mögliche Kindswohlgefährdung im größten Sinn. Dann, je nachdem, kann man schauen, dass die Mütter-Väter-Beratung vorbeigeht, wenn es darum geht, auch in der Erziehung Tipps weiterzugeben, kann es die Kinder- und Jugendhilfe auch sein, die ich empfehle. Es ist immer ganz wichtig zu wissen, es geht nicht darum, den Eltern die Verantwortung abzunehmen, sondern ich und alle wir, die um die Familien herum sind, wir möchten die Eltern unterstützen, dass sie die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen können, dass sie sich einfach zu glücklichen Menschen entwickeln können. Und also es gibt noch ganz viele andere Fachpersonen, zu denen ich dann die Familien zuweise oder Tipps gebe, sie können sich dort wenden.
Sie haben das ja auch so gesagt, diese Verantwortung der Eltern, das ist ja heutzutage eher eben so sichtbar, dass die Eltern sagen, ja, haben Sie gute Noten und Sie kommen dann, Sie sollten eben diese Produktivität eigentlich, aber nicht diese Verantwortung der Seelennahrung, ich sage diese Bindungsfähigkeit, die ich eben auch beobachte in meinem Beruf als Case Managerin, dieses ganz wichtig, dieses Netz, also es ist nicht nur die Personen, sondern es ist ja das Netz und das Umfeld. Herr Hafen, was haben Sie uns als Institution oder als Gemeinde, was können wir tun, dass wir das vielleicht zu früh genug auch wahrnehmen, was können wir machen? Ich bin in der Politik, haben Sie mir einen Tipp, was kann ich machen, dass das besser wird oder wie können wir vorgehen? Ja, wir haben in beiden Gesprächen, in beiden Referaten gehört, dass es fast unendlich viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Und ich denke, eine wichtige Unterscheidung ist das, was wir universell verbessern wollen. Zum Beispiel eben besser bezahlbare, qualitativ bessere familienergänzende Kinderbetreuung für alle Familien, Elternzeit für alle Familien. Und das, was wir selektiv für Familien tun können, die das besonders brauchen. Oder? Mit dem Ansatz der familienzentrierten Vernetzung wäre das ein Ansatz, oder? Der eben darüber hinausgeht, Familien quasi darauf hinzuweisen, dass sie dort und dort hingehen könnten, um Unterstützung zu bekommen. Weil das reicht bei vielen Familien nicht. Bei so besonders belasteten Familien reicht diese Gehstruktur nicht, sondern die müssen sicher sein, dass die Leute zu ihnen kommen, die Fachleute, und sie unterstützen. Und das ist etwas, was ich wahrscheinlich zuerst in Angriff nehmen würde, um hier Strukturen zu schaffen, dass die Familien, die es besonders brauchen, wirklich ganz proaktiv und immer sehr ressourcenorientiert und eben nicht irgendwie bemitleidend oder was auch immer unterstützt werden, weil die leisten oft Unglaubliches. Eine wertschätzende Begleitung. Genau, das ist ja eigentlich immer dieses Stigma auch, also man ist selbst verschuldet, ist man in die Armutsfalle gefallen, man hat selbst verschuldet diese Gesundheitsversorgung vernachlässigt, das ist alles nicht wahr. Also die Leute in ihrem Kontext sind immer genau zu betrachten und wie ich denke auch, das nehmen wir auf als Kommission, diese aufsuchende Arbeit, das werden wir als nächsten Schritt machen und einfach auch dieser Austausch, was wir jetzt heute gemacht haben, als sehr wichtiges Podium, also dieser Austausch, wo stehen wir als Gesellschaft, wo stehen wir als Individuum, wo stehen wir als Familie und was brauchen wir dazu, dass wir eben auch glücklicher werden, nicht nur die Kinder. Eben, Sie haben das so sehr schön gesagt oder beide sagen das, unterstreichen das. Vielleicht als Schlusswort, wie gelingt uns ein entspannteres Leben, damit wir auch den Kindern dieses Umfeld geben können, vielleicht so als das, was Sie dann im Päcklein mit nach Hause nehmen können. Herr Poster. Ja, Oma verhaften, die darf nicht mehr auf Kreuzfahrt fahren, sondern die muss arbeiten. Ja, natürlich unser soziales Netz gucken, wen Catch as Catch can, wer könnte uns wie unterstützen. Manchmal sind es auch strategische Entscheidungen, wir haben ja manchmal gerade in der Zeit, wo wir jetzt mit den Kindern unheimlich viel ist, dann wird noch ein Haus gebaut und dann zieht man um und ist dann irgendwo im Grünen, aber vielleicht für die Kinder ist es nicht so, kriegt man immer wieder halt die, also so strategische Sachen, auch wie schnell Kinder hintereinander kommen, ist zum Beispiel, also wenn Eltern meinen, ein Kind nach dem anderen, das könnten sich zum Beispiel jetzt Jäger und Sammler haben sich das nie leisten können. Denn der normale, der natürliche Geburtenabstand ist nicht ohne Grund, nicht ein Jahr und nicht zwei Jahre. Und bei drei wird es schon ein Ding, sondern drei bis vier Jahre. Ja, weil die Ressourcen dann noch mehr strapaziert werden. Also gucken, wo man strategisch dann auch beim Beruf, muss ich jetzt gerade Gas geben oder kann ich jetzt in der Zeit vielleicht mal einfach mehr Dolce machen und das Wichtigste dann in der Zeit, also solche Sachen, weil ja, gibt keinen Trick. Frau Klingerbuss, hat Sie auch eine Idee oder einen Ansatz, wie das uns könnte gelingen? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir
die Multitasking-Fähigkeit nicht immer nur als positiv und als Zielpunkt angesehen, sondern dass man vielleicht einfach auch eins nach dem anderen macht. Sehr gut. Ja, halt Prioritäten anders setzen, oder? Ich bin schon an Gemeindeversammlungen dabei gewesen, da hat man 20 Minuten im Gemeinderat darüber diskutiert, ob man eine Koordinationsstelle für 60.000 Franken pro Jahr bewilligen will. Und das nächste Traktandum war dann ein neuer Verkehrskreisel in einem Außenquartier, Kosten 1,8 Millionen, Diskussion 20 Sekunden, dann war das durchgewinkt, oder? Da muss ich sagen, ja, okay, das sind Prioritäten und die könnte man auch anders setzen. Vielen Dank. Wir nehmen das mit und wir werden das weiterverfolgen. Ich nehme mit, diese Zeit, dieser Raum, den die Kinder brauchen, um sich auch zu entfalten und auszuprobieren und das Lebensmodell, wie austesten, das Ausprobieren, das hört ja eigentlich gar nie so ganz auf, denke ich mir. Und wenn wir das behalten, dann schließe ich so mit diesem Satz, man darf nie verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen. Das hat der Henri Matisse zitiert, zitiere ich jetzt nochmals so als abschließender Satz. Wir nehmen das mit nach Hause. Ich fand das sehr, sehr spannend und wir müssen das unbedingt wiederholen, vielleicht auch überregional mit den Sarganserländern, dass wir uns treffen, austauschen, nach neuen Modellen suchen und ich werde mich in der Politik natürlich einsetzen, damit das auch mit Geld. Wir brauchen immer dazu die Ressourcen. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen, fürs Mitmachen, Mitdenken, Mitfunktionieren und das war so anschaulich und beide haben so von einer verschiedenen Seite gesprochen und referiert, dass das ein wunderbares Bouquet geworden ist von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gefallen hat, hoffentlich auch gut. Der Apero ist jetzt dann gleich bereit. Bleiben Sie hier, wir diskutieren weiter und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Herzlichen Dank. Applaus